Eins. Hallo und herzlich willkommen auf Livella.de. Wir haben ja im letzten Video gezeigt, wie man einfache Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe der Laplace-Formel ausrechnet. Die Formel war ja, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A gerade die Anzahl unserer günstigen Ereignisse A geteilt durch die Anzahl aller möglichen Ereignisse S ist. Und das wollen wir jetzt an zwei Beispielen nochmal genauer anschauen. Das erste Beispiel ist ein zweifacher Münzwurf. Wir werfen eine Münze also zweimal. Und die Frage ist, was ist wahrscheinlicher? Ist es zweimal das gleiche kommt, also zweimal Kopf, zweimal Zahl, oder dass eben etwas Verschiedenes kommt? Und das können wir wieder mit unserer Formel ausrechnen. Dazu müssen wir zuerst die gesamte Menge S bestimmen. Das ist nicht schwer, alle Möglichkeiten. Das wäre zum einen Zahl, 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 Wappen. Wappenzahl und Wappenwappen. Das heißt, wir haben insgesamt vier Elemente in dieser Menge. Die Menge A, dass zweimal das gleiche kommt, ist dementsprechend nur Zahlzahl oder Wappenwappen. Und die Menge B, dass etwas Unterschiedliches kommt, ist Zahl Wappen oder Wappenzahl. Jetzt haben wir die Mengen aufgestellt, jetzt können wir die Formel anwenden. Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A ist dementsprechend die Anzahl der Elemente der Menge A, das sind 2, durch die Anzahl der Elemente der Menge S, das sind 4. Das heißt 2 Viertel, gekürzt 1/2 oder 50%. Und jetzt schauen wir die Wahrscheinlichkeit der Menge B an. Das sind ebenfalls 2 Elemente. Das heißt 2 geteilt durch 4, ebenfalls 50%. Das heißt, letztendlich ist es genau gleich wahrscheinlich, dass zweimal etwas Gleiches kommt oder etwas Verschiedenes. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Ihr kennt vielleicht das Spiel Texas Hold'em Poker. Das spielt man mit 52 Karten. Jeweils Karo, Kreuz, Pik oder Herz, davon 13 Karten. Und man bekommt am Anfang 2 Karten verdeckt. Schauen wir uns die ersten beiden Karten an, die wir hier bekommen. Das ist ein Ass in Karo und in Kreuz eine 8. Dann deckt der Geber 3 Karten offen für alle auf. Das wäre in unserem Fall Dame in Karo, 9 in Karo und eine 2 in Pik. Nach einer Wettrunde wird die vierte Karte offen für alle aufgelegt. Das wäre in diesem Fall eine Karo 10. Nun stellt sich für uns mit Ass und 8, mit einem Karo und dem Ass, die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass noch ein Karo kommt als fünfte und letzte Karte. Weil dann hätten wir den sogenannten Flush zusammen. 5 Karten einer Farbe. Und das wollen wir jetzt ausrechnen. Die Frage ist also, wie wahrscheinlich ist, dass jetzt noch ein Karo kommt. Dazu müssen wir wieder die Formel bemühen. Wie viele mögliche Ausgänge gibt es? Nun ja, wir hatten am Anfang 52 Karten. Davon sind bereits 1, 2, 3, 4, 5, 6 ausgespielt. Alle anderen sind unbekannt. Das heißt, wir haben 52 minus 6 verbleibende Karten. Das wäre 46. So, und was sind jetzt die Menge unserer gewünschten Karten? Also wie viele Karos sind noch im Spiel?
Wir haben ja gesagt, 13 Karten von jeder Farbe. Davon haben wir schon 1, 2, 3, 4 weg. Das heißt, es sind noch 13 minus 6 Karo im Spiel. 13 minus 4 Karo im Spiel, nämlich 9. Und jetzt können wir direkt die Formel anwenden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Karo kommt, ist dementsprechend gerade 9 geteilt durch 46. Wenn man das jetzt in den Taschenrechner eingibt und als Prozentzahl ausspucken lässt, sind das etwa 19,6%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Karo kommt, ist weniger als ein Fünftel aller Fälle. Schaut auf der Homepage lorela.de vorbei, da könnt ihr weitere Aufgaben zu diesem Thema sehen. Danke.